Schneeparadies, Medaillenschmiede, Aushängeschild des DDR-Sports, Biathlon-Spektakel, Bob- und Rennrodelmekka. Oberhof steht für so vieles. Den Anschluss an andere Wintersportzentren hat es nach der Wende verloren. Im Herbst 2019 erhält Oberhof den Zuschlag für gleich zwei Weltmeisterschaften. Im Biathlon und Rodeln im Jahr 2023. Jetzt rollen die Bagger. Der Staat investiert Millionen. Wird jetzt alles anders? 3 Jahre begleiten wir die Entwicklungen am Rennsteig. Besuchen Sportler, auf denen Medaillenhoffnungen ruhen. Hoteliers, die Millionen investieren. Menschen, denen das berühmt-berüchtigte Oberhofwetter nichts anhaben kann, weil ihr Herz hier schlägt. Wenn sich in Oberhof in diesen Jahren vieles verändert, so ist dies nicht das erste Mal. Und meist waren es Einflüsse von außen, die dafür ausschlaggebend waren. So war es Ende des 19. Jahrhunderts, als die Kronprinzen wohl eher zufällig in Oberhof die Sommerfrische genossen und dem verschlafenen Waldarbeiterdorf zu plötzlicher Berühmtheit verhalfen. Und so kamen Investoren und sorgten für einen kleinen Bauboom, erzählt der Ortschronist Wolfgang Lerch. Bereits im Jahre 89 hatten wir in Oberhof über 20 Großbaustellen von Hotels und Pensionen. Der Quadratmeterpreis Boden war hier oben auf dieser Höhe des Oberhofer Passes von einer Mark 40 auf 4 Mark und 20 geklettert. Für den richtigen Tourismusschub sorgten dann um die Jahrhundertwende die Städter aus Berlin und Hamburg, die ihre Begeisterung für das Schlittenfahren entdeckten und dafür Berge oder wenigstens größere Hügel und Schnee benötigten. Und damals gab es davon im Thüringer Wald reichlich. Oberhof etablierte sich als Wintersportort, richtete in den 30er Jahren erste Weltmeisterschaften aus und geriet nach dem Zweiten Weltkrieg in der neu gegründeten DDR schnell ins Blickfeld Ostberlins, wo Walter Ulbricht seine alte Leidenschaft nie vergessen hatte. Er war ein leidenschaftlicher Natur- und Sportsfreund. Der war für den Bezirk politisch verantwortlich, als kommunistischer Funktionär. Und da hat er wahrscheinlich sich hier in dieses Oberhof verliebt. Während die Genossen im sozialistischen Vorzeigehotel Panorama legendäre Silvesterpartys feierten, profitierten die Spitzensportler von den neu gebauten Anlagen. Wer bei Olympia Gold gewann, hatte die Grundlagen dafür nicht selten, wenn auch unter Mühen, in Oberhof gelegt. Als Jugendlicher habe ich es gehasst, nach Oberhof zu fahren. Weil das war immer verbunden mit kalten, nassen Wetter. Also ganz viele Erinnerungen bis hin, dass ich kurz vor Olympia in Oberhof bei der DDR-Meisterschaft ein totales Formtief hatte, sodass ich beim Wettkampf gar nicht gesprungen bin und mich auf einer anderen Schanze, auf der Jugendschanze, die jetzt neu entstanden ist, Badeberg-Schanze heißt die, glaube ich, neu aufgebaut habe, innerhalb 2 Tagen. Ne? Und wäre das nicht gelungen, wäre ich nicht Olympiasieger 84 geworden. Auch nach der Wende blieb Oberhof erfolgreicher Olympiastützpunkt. Vor allem Rodler und Biathleten sorgen bis heute bei internationalen Wettkämpfen für massenweise Edelmetall. Während viele Touristen aber lieber woanders hin in den Urlaub fuhren. 89 ist die Grenze offen. Und die Wintersportfreunde und all die anderen, denen steht die Welt wieder offen. Nicht? Und die hier wussten gar nicht, was ihnen passiert. Und das ist bis vor kurzem, oder man kann sagen, streckenweise ist das bis heute so geblieben. Auch jetzt kommt der Impuls wieder von außen. Der Freistaat investiert in Sportanlagen und Wettkämpfe.
Hotelgruppen in neue touristische Angebote.